Das Europa der Ultranationalisten, wenn die siegen, dann werden wir dieses Europa nicht nur in dieser Frage, sondern in vielen anderen Fragen auch bekommen. Das Europa des Gemeinschaftsgeistes brauchen wir. Und das muss sich notfalls jetzt auch mal mit Macht durchsetzen. Es kann nicht sein, dass ich gehöre zu diesen Leuten, die sagen, wir werden im 21. Jahrhundert, im globalen 21. Jahrhundert, globale Probleme nicht mit Nationalismus lösen, dass die irgendwann auch mal kämpfen und sagen, wir setzen uns notfalls auch in einem Kampf gegen die anderen durch.